mein Freund. Da schreiben Sie hin. Mit Tankkappe, du, ey. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Hallo. Hallo. Oh je. Danke für eures Kommen. 1990. Jetzt, ja. Hallo, liebe Fußballfreunde. Wir haben den 27.10. 19:14 Uhr. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Zitterstadion in Ludwigshafen zum 19. Spieltag der Oberliga Rhein-Pfalz-Saar. Als heutige Gegner fangen wir den VfL Romantia Worms, der verbucht nach 16 Spielen und noch zwei Nachholspielen mit 38 Punkten und Rang 40 zu 14 Toren den dritten Tabellenplatz. Ein Verein mit viel Tradition, der letztes Jahr wohl abgestiegen ist, aber wieder nach dem Aufstieg streben. Wahrscheinlich. Es ist immer etwas Besonderes für unsere Arminia, die Formatia Worms zu spielen. Es verspricht viel Spannung und Emotion im Stadion. Die Mannschaft wird trainiert und ja. So, herzlich willkommen aus dem Südweststadion zum Spiel FC Arminia 03 Ludwigshafen gegen Romantia Worms. Flutlicht-Derby
im altehrwürdigen Südweststadion. Und neben mir sitzt natürlich auch wieder mein Co-Kommentator und, wie soll ich sagen, Oberliga, Regionalliga, Verbandsliga, Landesliga, Kreisklasse, Kreisliga-Experte Horst Konzok. Hallo Horst. Ja, guten Abend und einen schönen Gruß nach Worms an die Alzeyer Straße ins Clubhaus des VfL Wormatia, wo wir heute einige Zuschauer haben sollen werden. Da gehe ich mal fest von aus. Horst, ich würde sagen, wir fangen an mit der Mannschaftsausstellung und du hast die von unseren Gästen. Jawohl. Peter Tritter, der Trainer der Wormatia, hat folgende Mannschaft nominiert. Im Tor mit der Nummer 1 Luca Pedretti, mit der 6 Vincent Haber, die 8 Maximilian Fässer, 9 Daniel Kasper, der Torjäger, die 11 Umut Sentürk, die 15 Yannick Marx, der vor einer Woche sein 100. Pflichtspiel für Wormatia absolvierte, die 17 der Kapitän Sandro Löschelt, mit der 18 Pascal Niklis, 24 Simon Ludwig, 27 Philippson und die 30 Moritz Maurer. Auf der Bank Ersatztorwart Leon Gut, mit der 7 Julian Marquardt, die 10 Fatih Köksal, mit der 20 Manuelio, mit der 22 Alexander Schehada, mit der 26 Elias Holzheimer, die 29 Ivan Similjanovic und mit der 31 Evitz Saiti. So, dann bin ich dran mit der Aufstellung unserer Arminia und unser Trainer Andreas Brill hat einiges an Verletzungssorgen, hat aber trotzdem 11 Spieler auf den Platz bekommen und das sind folgende: mit der Nummer 1 im Tor Robin Schneider, die 5 Rick Himmelers, mit der 6 Sebastian Lindner, die 7 hat Steffen Straub, die 9 Giuliano Cultrera, die 10 unser Capitano Nico Pantano, die 20 Matteo Monetta, die 22 Riccardo Antonacci, die 23 Laurenz Graf, die 25 Lukas Hartlieb und mit der 28 Lukas Kebernick. Auf der Ersatzbank unser Ersatztorwart heute mit der 33 Kevin Urban, die 3 hat Daniel Fichtner, die 14 Noah Meyer, die 19 Markus Schmidt, die 21 Gianluca Gianetta und die 26 Robert Langer. Schiedsrichter ist Jan Hagen Engel. Seine Assistenten sind Johannes Lescher und Tim Steffens. Soweit zur Aufstellung, Horst. Ja, Horst, was dürfen wir heute für ein Spiel erwarten? Arminia hat ja in den letzten Wochen eine Serie gestartet, aber wir schieben heute mal ganz locker natürlich die Favoritenrolle nach Worms, oder? Ja, Wormatia ist der Favorit. Wormatia ist auf Platz 3 mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten FK Pirmasens. Tabellenführer Trier marschiert mit 52 Punkten geradeaus Richtung Regionalliga. Was Wormatia Hoffnung macht und Mut macht, sind die beiden Nachholspieler am 5. Dezember gegen den Tabellenvierten SV Gonsenheim und am 24. Februar 2024 in Dudenhofen. Wormatia ist aber im Pokal noch voll dabei. Am Mittwoch 14 Uhr geht es zu Hause in der EWR Arena gegen den Oberliga-Drittletzten Almania Wald-Algesheim. Die Mannschaft hat Format, hat auch keine großen Probleme, lediglich Younes Asarhaf mit Muskelfaser ist nicht dabei. Das sieht bei Arminia personell nicht sehr gut aus, vor allem, weil die Mannschaft hat ja einen Flow, hat aus den letzten 7 Spielen 15 Punkte geholt, 4-mal gewonnen, 3-mal unentschieden, stark in Kaiserslautern, aber wieder schwere, wirklich großes Verletzungspech. Gerade Spieler wie Walfall, die gerade Fuß gefasst hatten, ausgefallen. Und ja, gut, Pantano, der Kapitän, ist zurück. Ja, Favorit aus meiner Sicht, VfL Wormatia Worms. Ja, auf jeden Fall. Also, aber vielleicht kommt dieser Gegner der Arminia auch so ein bisschen recht raus, weil die Arminia hat ja Probleme, wenn sie das Spiel machen muss, wenn sie viel Ballbesitz hat. Ich denke mal, das wird heute vielleicht oder eventuell etwas anders laufen. Ich denke mal, dass die Wormatia eher das Spiel machen wird und die Arminia dann guckt, dass sie vielleicht ein paar Konter hinbekommt, oder? Ja, das ist sicherlich die Gangart, die Trainer Andreas Brill mit seiner Mannschaft einschlagen wird. Einer Mannschaft im Übrigen mit 7 ehemaligen Wormatia-Spielern: Nico Pantano, Kevin Urban, Matteo Monetta, Steffen Straub, Rick Himmelers, Riccardo Antonacci und Jeremy Tahedi haben dieses Trikot, dieses Wormser-Trikot schon getragen. Wobei, bei Matteo Monetta ist es schon ganz lange her. Ich glaube, das war, nachdem er vom FSV Oggersheim dahin gewechselt ist. Das war 2009, glaube ich, ne? Also ja, schon ganz lange her. Man muss sagen, bei Matteo Monetta, Hut ab, ist vieles lange her. Er ist 39 Stimmt, Jahre ja. alt. Er ist der älteste Stürmer in der Oberliga Südwest. Hat aber gerade auch am letzten Sonntag einmal mehr gezeigt, nachdem er wieder fit ist, was ja auch läuferisch noch in Lage ist zu bringen. Hut ab, was der in Kaiserslautern gespielt hat, mit der beste Mann auf dem Platz. Ganz, ganz starke Leistung. Nur noch über getroffen aus Sicht der Arminia von Steffen Straub, dem groß aufspielenden kleinen Dribbelkünstler am linken Flügel.
Ja, für die Wormatia, Horst, wenn man sich die Tabelle anguckt, oben Eintracht hier zieht ja ganz einsam seine Kreise. Selbst mit zwei Siegen in den beiden Nachholspielen, die die Wormatia noch hat, geht es wahrscheinlich maximal, was ja auch nicht schlecht ist, um Tabellenplatz 2. Ne? Ja klar, es geht um Platz 1 hinter Eintracht Trier zwischen dem FK Pirmasens und der Wormatia. Wormatia hat diese beiden Nachholspiele ja leider sehr verzerrt, erst im Dezember bzw. erst im neuen Jahr dann das Spiel in Dudenhofen. Ja, aber die Mannschaft ist aus meiner Sicht der Favorit für diesen zweiten Platz. Aber es wird ein Duell geben mit dem FK Pirmasens. Ja, und dann ist ja dann eine Aufstiegsrunde. Ne? Das ist ja auch immer sehr schwer, wenn du dann hoch willst. Also oft sind ja auch Mannschaften aus unserer Oberliga dann gescheitert. Obwohl die Wormatia gehört eigentlich in die Regionalliga. Also ich finde es immer komisch, wenn wir gegen solche Vereine wie Wormatia Worms, Trier oder auch dieses Jahr nicht, aber sonst TuS Koblenz spielen, weil das sind Vereine, die zumindest eine Liga höher gehören. Ja, wenn man die Tradition schießt keine Tore, Tradition trägt, aber trotzdem Zinsen. Wormatia Worms hat große Zeiten im regionalen, im überregionalen Fußball gespielt. 1965 sogar in der Bundesliga-Aufstiegsrunde in einer Gruppe mit dem späteren Aufsteiger Borussia Mönchengladbach. Da spielten so Granaten wie Jupp Heynckes und Günter Netzer und so weiter und so fort. Ja, wie heißen die Granaten, die heute hier spielen? Sie geben ihr Bestes und sie haben bis jetzt einen guten Lauf in dieser Saison. Sie haben 38 Punkte, das ist gut. Es ist eine andere Zeit, aber immerhin der zur Regionalliga-Zeit des FSV Orgersheim hier im Südweststadion gebaute Fanblock ist zum ersten Mal seit Wochen ein bisschen besetzt. Schätzungsweise knapp 100 Wormatia-Fans haben dort Anker geworfen mit dem wunderbaren Banner VfR Wormatia 08 Worms. Wormatia zeigt Flagge. Ja, das ist ja heute ist ja der Auftakt für ein Heimspiel doppelt für die Arminia und das gegen zwei Spitzenteams, heute gegen die Wormatia und nächste Woche Sonntag ist dann der aktuelle Tabellenführer Eintracht Trier hier zu Gast. Ich glaube, da wird der Gästeblock nochmal um einiges voller sein. Voller ist das Stichwort, denn jetzt wird es hier in unserer Sprecherkabine auch voller, denn unser Kameramann Frankie ist auch eingetroffen, hat uns mit Mate-Tee versorgt. Deswegen gibt es auch gleich für euch bewegte Bilder. Bis jetzt steht die Kamera ja nur, aber keine Sorge. Wir haben auch einen Kameramann am Start und Frankie hat sich in dieser Saison bewährt. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich das 8. oder 9. Spiel, Horst, was wir dieses Jahr haben. Ja, Frankie hat Stammplatzgarantie. Stammplatz, Stehplatzgarantie. Das stimmt, das ist der Nachteil für ihn. Er muss 90 Minuten stehen, da haben es Horst und ich etwas besser. So, wir müssen jetzt gerade noch ein Selfie machen, das gehört dazu. So, jetzt sind wir auch wieder ganz bei euch und warten, Horst, eigentlich auf die Mannschaften. Ich gucke mal auf die Uhr, 19.27 Uhr. In 3 Minuten dürfte es dann losgehen. Gut für die Wormatia-Fans gegenüber dem Gästeblock, dass es jetzt aktuell nicht regnet, Horst, weil das ist der unüberdachte Teil. Also wenn dann nochmal so ein paar Schauer runterkommen, wie schon ein paar Mal heute, dann ist es schnell unter dem Bierwagen, oder? Das ist ein wesentlich kleines Dach. Ein feuchtes Vergnügen, sprichwörtlich. Ja. Ja, aber Fußballfans sind sowas gewöhnt. Also gerade in dieser Liga spielst du ja nun nicht gerade in den großen Arenen dieser Republik, also. Wobei da das Südweststadion schon, auch wenn es relativ grün ringsrum ist, dann zu den besseren Standorten gehört. Du hast zumindest auf der Haupttribüne, bist du überdacht, wirst nicht nass. Essen und Trinken haben wir hier auch, also von daher. Ja, man muss auch sagen, bei aller Kritik am Zustand des Stadions, dass es ein bisschen Feuchtbiotop ist oder von Carsten auch schon als neues Waldstadion tituliert worden ist. Was in Ordnung ist, ist die Tribüne, Haupttribüne, Kabinentrakt. Das ist sauber, das ist okay und von daher sind die Bedingungen gut. Ja, ich meine, in Worms. Entschuldigung. An der Alzeyer Straße, das ist ja auch nicht mehr das, was es mal noch vor 10 Jahren so war, ne? Ja, Wormatia an der Alzeyer Straße zu Hause, eine schmucke Haupttribüne, aber der Zahn der Zeit nagt auch dort, aber ja. Aber du als gestandener Journalist bist schon einige Male da gewesen, oder?
Ja, ich habe als 9- und 10-Jähriger viele, als junger Fan viele Spiele an der Alzeyer Straße gesehen, weil mein Heimatort nur 18 Kilometer entfernt war. Und ich habe die großen Zeiten erlebt mit Spielern wie Gerd Dier, mit Stojanovic im Tor. Der war Nachfolger des legendären Peter Radenkovic, der dann bei 1860 München deutscher Meister wurde. Romazia hatte eine gewisse Tradition an jugoslawischen Torhütern und hatte auch Trainer, Carsten, die du kennst, Radoslav Momirski. Ja, wir stellen jetzt gerade mal hier die Kamera ein. Frankie muss noch ein kleines Stück zurück, glaube ich, genau so. Und da kommen auch schon die beiden Mannschaften aufs Feld. Ja, angeführt von Schiedsrichter Jan Hagen Engel aus Munzelfeld. Die Arminia in Weiß, unsere Gäste aus Worms in Rot. Und ja, vor uns nehmen die verletzten Arminia-Spieler Tim Amberger und leider auch Fabian Herrchen haben Platz. Gerade Horst, den Fabian, könnten wir gut hinten in der Kette gebrauchen, oder? Ja, absolut. Wolles Rick Himmel ist zurück und Sebastian Linder wird die Position von Walfall übernehmen. Aber die gerade weil die Mannschaft von Arminia in den letzten Wochen einfach an Qualität gewonnen hatte und sich eingespielt hatte, jetzt ein faires Erkenntnis und eine Umarmung von den Kollegen Brill und Tretter, die ein sehr, sehr gutes Verhältnis pflegen. Die Kapitäne bei der Seitenwahl, Nico Pantano mit der 10 bei der Arminia und Sandro Löffel mit der 17 beim VfR Wormatia Worms. Horst, du darfst ruhig noch ein bisschen reden. Ich muss mal gerade kurz an die Kamera. Ja, wir haben über die Tradition der Wormatia gesprochen, die dann auch schwere Zeiten erlitten hatte, mit Finanzproblemen zu kämpfen hatte, nochmal aufgepäppelt von einem obskuren Mäzen namens Hein, nochmal mit großen Namen wie Reichenberger, Zander, am Tor der Bundesliga war, dann um die Lizenz kämpfen musste, freiwillig auf die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga verzichtet hat. Der Verein hat sich immer wieder berappelt, dank seiner treuen Fans, dank treuer Sponsoren, und nimmt jetzt einen neuen Anlauf in Richtung Regionalliga Südwest. Das ist eine andere Welt, sagt Peter Tretter, zwischen Oberliga und Regionalliga. Klafft eine viel größere Lücke aus seiner Sicht als zwischen der Regionalliga und der dritten Liga. Stichwort dritte Liga, da schlägt sich ja der Aufsteiger, letztlicher Meister der SSV Ulm, bisher prächtig. Spiel läuft, angepfiffen. Anstoß VfR Wormatia Worms. So, was trauen wir uns, einen Tipp abzugeben? Ja, ich glaube, also ich würde mir ein 2-3 oder 3-3 wünschen, glaube aber, dass Wormatia hier seiner Favoritenrolle gerecht werden wird und 3-1 gewinnen wird. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich war vorhin sogar bei 4-2 für die Wormatia. Aber schauen wir mal, 5 Euro ins Phrasenschwein, im Fußball ist alles möglich. So, jetzt gucken wir mal die taktische Grundordnung bei der Arminia, wird es eine Viererkette sein? Ja. Gut für die Arminia, dass Rick Himmel beide Seiten bespielen kann. Ja, und heute hat Matteo Monetta im Sturm auch direkt Unterstützung von Giuliano Cultrera. Ja, die beiden haben bei dem 2-0-Sieg in Kaiserslautern sehr, sehr gut harmoniert. Da hat Monetta oft ein bisschen hängen gespielt, hat das Spiel aber dirigiert und ist da auch in die Rolle von Pantano geschlüpft, der jetzt heute wieder dabei ist, der wieder fit ist, der seine muskulären Probleme wohl auskuriert hat. Ja, wichtig, dass er da ist. Er ist halt der kreative Kopf der Arminia. Viele, um nicht zu sagen fast alle Aktionen laufen eigentlich über Nico. Wissen aber in der Regel auch die Gegner, die ihn dann auch gerne
mal in Manndeckung nehmen oder wenn er den Ball hat, doppeln. Also von daher ist für Nico ist kein Unbekannter in dieser Liga. Ja, Fauler im Löschen. Nichts Arges, Bomazier im Mittelfeld. Erste gelbe Karte. Ja, das war jetzt nicht sehr klug. Sebastian Linder hat den Ball einfach mal ein bisschen weggekickt und damit den Freistoß verzögert. Frühe gelbe Karte. Nach 3 Minuten für einen auf der 6, mit der 6 eine gewisse Hypothek hast. Ja, aber es nützt ja nichts. Du kannst ja dann in Zweikämpfen nicht zurückziehen. Hat er dich jetzt selbst eingebrockt. Ja, das war jetzt eine Zone, wo wirklich nichts passieren kann, ob der jetzt drei Sekunden früher oder später den Ball dabei, 5 Meter weiter schiebt. Aber okay, ist wie es ist. Ist halt regelkonform. Das ja, absolut. Ja, Womazia sortiert sich. Da du ja auch noch für deinen alten Arbeitgeber oft unterwegs bist, was hast du die Womazia dies ja schon live gesehen oder auch noch nicht? Nein. Ja, Womazia hat ja eine gewisse Zäsur nach dem Abstieg aus der Regionalliga, der vermeidbar war. Die Aufholjagd kam zu spät. Die Mannschaft hat zu spät angefangen, Tore zu schießen. Sie litt ja ziemlich an einer chronischen Abschlussschwäche. Diese Sorgen haben sie jetzt in eine Klasse tiefer nicht. Mit Daniel Kasper haben sie einen ausgesprochenen Torjäger. 17 Tore bisher in 16 Einsätzen. Starke Quote für ihn. Mit Maxi Feser und Umut Sentürk haben sie noch 2 Jungs mit jeweils 6 Treffern. Das heißt, das sind 3, die auf jeden Fall wissen, wo das Tor steht. Kultrera behauptet den Ball. Ja, bei ihm sieht man, was Selbstvertrauen ausmacht. Er hat letzten Sonntag in Kaiserslautern mit Sicherheit sein bestes Saisonspiel gemacht. Ja, der Ball rutscht durch. Gute Eingabe von Steffen Straub. Fehlte nur das lange Bein, von wem auch immer. Jetzt, wenn der kommt, dann könnte es zum ersten Mal gefährlich werden. Naja, der Steckpass kam, aber Lukas Gebenik hell wach, mit langem Bein geklärt. Vorteil von Mazia. Graf vor Kasper, jetzt aber von Mazia verteidigt. Oh, schlechter Ball. Das kann der Platzball von Lorenz Graf. Von Mazia baut wieder auf. Ja, das würde ich gegen diesen Gegner auch, aber nicht allzu oft machen, da hinten. Es muss Freistoß geben, es gibt Freistoß für unsere Gäste. Simon Ludwig. Dann Moritz Maurer. Ja, der Tabellendritte sortiert sich neu. Da ist ein Ball für Kevin Urban, für Theo Schneider. Aber ich glaube, der Mannschaftsbogen stimmt nicht. Der das ist Kevin Urban im Tor. Der Mannschaftsbogen weist klar mit Nummer 1 Robin Schneider aus. In Wahrheit ist die 33 in der Hütte. Das ist Kevin Urban.
sorgte gerade bei uns für etwas Verwirrung. Ich dachte schon an eine Blondierung bei Herrn Schneider, aber das ist nicht der Fall. Das ist einfach Kevin Urban im Tor. Warum das jetzt so ist, wie es ist. Robin Schneider hat bei dem Auswärtssieg in Kaiserslautern eine Top-Partie gespielt. Urban stand nicht zur Verfügung. So gesehen wäre es keine Überraschung gewesen, wenn es tatsächlich so geblieben wäre, dass Schneider das Tor hütet. Klärungsbedarf. Ja, jetzt Resolut. Mauer gegen Formanita. Erster Abschluss von Marzia. Das war der erste Warnschuss von Herrn Kasper. Vorbei. Ja, Lindner auf der Suche. Gut gespielt mit Monetta. Graf, Lindner. Doppelpass mit Monetta. Aber Worms, Romazia. Verteidigt das gut. Aber Kebernick. Ja, Kassen. Interessanter Schlagabtausch, ohne dass was passiert wäre. Bis auf den einen Warnschuss des Wormser Torjägers. Vorderster Linie noch nichts passiert, aber das spricht gewissermaßen ja auch für die Defensivqualitäten beider Mannschaften. Und die taktische Ausrichtung beider Mannschaften. Beide Trainer kennen sich gut, beide Trainer schätzen sich. Die beiden, Peter Tretter, Worms und Andy Brill, Ludwigshafen, verbindet ein sehr, sehr fast freundschaftliches Verhältnis, würde ich sagen. Zwei Experten, zwei Kenner der Liga. Ja, Bomazia kurbelt an. Was auch angekurbelt hat, Horst, ist das Wetter. Es hat angefangen zu regnen. Das macht den Jungs, Jungs und Mädels im Fanblock nichts aus. Die sind gut bei Stimme und zeigen einfach Flagge für ihre Romazia. Unterstützung ist da. So, jetzt ist gerade mal eine Unterbrechung. Ja, 11 Minuten gespielt. Geht weiter. Erfreulicherweise geht es weiter. Mit Einwurf für Formazia. Maxi Fässer kann weitermachen. Sauber Ball, Ibanez, man nimmt alles durch, aber da kommt Strauch nicht dran. Formazia gut sortiert mit Moritz Mauer. Versucht mal anzulaufen.
Den kriegt Cultrera nicht. Aber jetzt Cultrera. Gefault. Freistoß für die Männer in Weiß. Das ist ein weiter Fall für Ricardo Antonacci für den weiten Ball. Ball kommt, Flugball. Graf ist oben, kann den Ball aber nicht aufs Tor setzen. Abschlag, Abstoß für Luca Petretti, den Schlussmann der Bomazia. Ein weiter Schlag, aber Ricky Müller ist zur Stelle. Rückpass auf Urban. Urban. Die Kombinationsmaschine der Bomazia ist noch nicht so recht angelaufen. Auch der Ball ging ins Aus. 14. Minute läuft im Südweststadion Ludwigshafen. Spielstand zwischen dem Tabellen 9. FC Arminia Ludwigshafen und dem Tabellen 3. Bomazia Worms 0:0. Jetzt Pantano. Schöner Pass auf Cultrera. Flanke. Monetta. Auf der Suche nach einem Abnehmer, wer dabei war, erreicht Graf nicht. Lindner, Pantano, gestoppt von Haber. Haber, Ordnungselement im defensiven Mittelfeld der Bomazia. Sehr aufmerksam. Er weiß, Pantano darf man nicht machen lassen, sonst kann was passieren. Arminia versucht es mit Cultrera. Lindner. Bomazia. Kontrolliert das Geschehen. Der Bronze-Kapitän löchelt. Auch ein Mann, der Freistoß kann. Lukas Hartlieb vor Kasper. Ja, jetzt Pantano mit Straupen Zusammenspiel. Gestoppt. Pantano. Einwurf von Minia. Laurenz Graf, Pantano kann diese gute Eingabe nicht in der Kontrolle bringen, jetzt im Gegenzug, aber Urban, schön gemacht von Laurenz Graf, aber abseits, warum ist das abseits, war das abseits, wir haben keinen VAR, wir müssen das glauben, wir müssen den Wink von Tim Steffens auf der Gegend gerade einfach glauben.
Ja, Formation Torjäger. Kasper verletzt am Boden. Straub spielt den Ball fair ins Aus. Aber es geht weiter bei Kasper. Fässer gibt den Ball fair zurück. Gehört sich so, ist anständig. Fair Play. Pantano, Cotera, Hinbewegung, Kebernick, Foul von Lukas Kebernick. So, ihr kriegt es wahrscheinlich mit. Wir versuchen hier so ein bisschen an der Kameraführung zu schrauben, aber das ist heute relativ schwierig, weil wir wurden in den Technikraum verbannt, wobei der Technikraum den Bezeichnung Raum nicht wirklich verdient, Horst. Viel enger kann man nicht sitzen, also zu Corona-Zeiten wäre so Abstand halten hier nicht wirklich möglich gewesen, oder? Das ist eine Besenkammer für Boris Becker von in seiner Glanzzeit. Was war denn das? Artistik. Aber ich glaube, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Slapstick, ähnlich Arminias Chance aus dem Nichts. Und Petrelli kommt in Schwierigkeiten, fast ein Eigentor bei der Rettungstat. Slapstick pur. Glück für Wormatia Worms. Ja, gibt es jetzt gerade ein bisschen Unruhe zwischen Rick Himmlers und dem Wormser Maximilian Fässer. Hartlieb schlichtet. Ich vermute mal, dass hier zwei gelbe Karten folgen werden. Die Schiri ist ja auch ein Gelbhaus. Ne, ich glaube, der spricht nur mit den beiden, oder? Ja, der Hauptkämpfer ist noch, hat sich ein bisschen absolviert. Das ist der Achter, das ist Fässer. Zum Schlichten ist Wormser Kapitän gekommen, lächelt. Alles wieder gut. Freunde. Nur dann. Freunde für den Rest der Partie. Das mit langem Ball, Pantano mit Kopf, Moneta mit Technik, Straub. Oh, es wird die Arminia mutiger. Ja, sie merken spielen. Sie, da könnte vielleicht aktuell gerade mal was gehen in dieser Phase. Sie haben sich auf jeden Fall gegen Versteckspielen entschieden, versuchen mitzuspielen. Waren hier ganz nah dran an dem 1-0. Quasi aus dem Nichts jetzt auch. Ja, keine Ecke. Petretti. Ja. Bis jetzt macht die Arminia das defensiv gut. Ja, jetzt entscheidet der Schiedsrichter auf Freistoß für Wormatia bei diesem Zweikampf. Hartlieb gegen Kasper. Carsten, hast du das im Fall gesehen? Ich dachte, er hat den Ball gespielt. Ich habe es auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber gut, wir gehen mal davon aus, dass Schiedsrichter Engel aus Munzenfeld als im Nahbereich das einfach richtig erkannt hat. Freistoß. Der Kapitän. Stark bei ruhenden Bällen.
Sandro lächelt. Marzia nähert sich Torannäherung jetzt über links. Hoher Ball kommt auf der Suche nach Kasper. Jetzt Straub. Und er kommt da nicht vorbei. Auch sehr aufmerksam. Simon Ludwig. In der Wormser Defensivabteilung. Ballverlust ziehen sich die Arminen weit zurück. Leicht vorgeschoben nach Pantano und vorne lauernd Monetta. Lawrence Graf verliert das Duell gegen Kasper, aber da ist Antonacci. Für meine Begriffe war das auch Stürmerfaul, wurde nicht geahndet. Geht weiter mit Ballbesitz von Marzia. Der Einwurf. Und den hat er jetzt weggeschmissen. Der Einwurf geht ins Leere sozusagen. Aus. Ja, Carsten, wir sind in der 24. Minute. Dein Eindruck? Ja, Momat noch nicht so überlegen, wie ich es gedacht hatte. Hier. Abseits. Abseits. Ja, ich kann noch von meiner Position den Linienrichter rechts nur sehen, wenn ich mir den Hals verrenke. Ja, Yannick Marx, die Zuverlässigkeit in Person in seinem 101. Pflichtspiel für Wormatia vor Pantano. Jetzt ein Fehler von Haber. Dadurch Lindner versucht, Pultera ins Spiel zu bringen. Plan durchschaut. Gute Idee. Keine perfekte Umsetzung, aber Kibernick. Wenn er das pfeift, muss er meiner Meinung nach fast gelb geben, oder? Weil ich glaube, der wäre mal da links erstmal weg gewesen. Wie sagt man, cleveres Foul. Der Regelwart würde sagen, taktisches Foul, gelb. Herr Knäuper, Sie haben das richtig erkannt. So. Aber Sie haben ja schon viele Lehrgänge mit Opa Edu erlebt. Jetzt Steffen Straub im Duell. Zieht auf. Wunderbare Flanke. Pantano. Pantano macht es. Pantano macht es. 26. Minute. Flanke, Straub, Pantano per Kopf, 1:0, Nico Pantano. Und die Flanke vom Feinsten, Steffen Straub. Zwei Jungs aus der Feinkostabteilung, Straub serviert und Pantano macht ihn einfach rein. Keine Chance für Luca Petretti im Tor der Wormatia. Ja, Carsten, was macht das Tor mit diesem Spiel? Ja, ich glaube, es, wie sagt man so schön, es wird dem Spiel gut tun, zumal auf jeden Fall auch der Arminia, denn jetzt muss die Wormatia, glaube ich, auch dann ein bisschen mehr riskieren. Ja, das kann dem FC Arminia ein bisschen helfen, Räume zu gewinnen. Und für Räume haben sie ja mit Cultrera einen ballgewandten, technisch versierten Spieler. Aber gut, man muss das sehen, 1:0. Nicht ganz unverdient. Wormatia hatte außer einem
Schuss knapp neben das Tor, offensiv also keine echte Torchance. Für Arminia war es immerhin die zweite. Ja, jetzt gucken wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Ja, muss ich mal wieder sagen, wenn man die individuelle Klasse von Steffen Straub sieht, wieder dieses Dribbling zieht, diese Flanke bringt, wenn man gesehen hat, auch gerade in den letzten Wochen, speziell auch bei dem Auswärtssieg in Kaiserslautern, dann weiß man, warum der Junge schon höher gespielt hat. Und man muss auch sagen, ja, eigentlich ist es verwunderlich, dass er nicht weiter höher spielt, weil ja, es ist ein wunderbarer Fußballer. Aber gut für Arminia, dass er da ist, wo er ist. Ja. Er tut der Mannschaft gut, bereichert die Kreativabteilung und ist auch im Rückzug durchaus ein Faktor. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Wormatia auf diesen Rückstand reagiert. Stürmer faul. Ja. Das war faul von Löchelt. Was Arminia sicherlich gut tut, ist, dass ein cleverer, abgeklärter Spieler wie Sebastian Linde die Sechserrolle von Walfall übernommen hat. Das mit guter Technik, Übersicht auch klärt. Jetzt Steffen Straub versucht, es kommt nicht ran. Formatiari im Rückwärtsgang. Ja, aber schon wieder im Vorwärtsgang. Foul. Jetzt gibt es aber mal gelb, würde ich sagen, oder? Ja. War Steffen Straub, ne? Yep. Ja, Straub, gelb. Genau. Ja, 29. Minute. Krieg noch ein paar warme Worte vom Schiedsrichter obendrauf als Zugabe. Das wäre jetzt auch ohne großes Gebet gegangen, denn gelb war klar und ja. Steffen Straub hat nichts anderes erwartet, warum jetzt dieser gestenreiche Vortrag sein musste, denn Steffen Straub hat weder reklamiert noch sonst was. Naja, gut. Klare Sicht der Dinge, die gelbe Karte ist berechtigt. Zwei hat er bis jetzt gezeigt. Die erste sah Linden in der dritten Minute, jetzt in der 29. Straub. Hast du gesehen, wen es erwischt hat, Horst? Nein. Weil wir sitzen hier oben sehr, sehr weit weg. Also sozusagen, pardon, nach oben sind ja die 18. Straße. Das kann ich so halbwegs erkennen. Wenn es die 18 ist, dann ist es der Niklas. Dann ist es Pascal Niklas. Kampfstarker, schneller Spieler. Na, ich glaube, der wird eventuell noch weiter behandelt an der Seitenlinie. Oder geht es direkt weiter für ihn? Müssen wir jetzt mal gucken. Vermutet, dass er weiterspielen kann, wird nochmal behandelt. Ja, aber ich glaube, er muss nochmal vom Physio behandelt werden. Ne? Schon wieder. Stutzen runter. Oder oh. Alte Schule. Junger Kerl und alte Schule. Ja, jetzt für Marzia. Ich glaube, der Ball sollte auch eigentlich woanders hinkommen, aber... Die tasten sich so langsam in die Hälfte der Arminia. Jetzt ist es der Kapitän. Ja, wenn er den jetzt gut reinbringt. Ja, das kann er. Gar nicht mal so eine schlechte Position, glaube ich, für ihn. Das kann er. Und ja, vorne ist Betrieb. Ball kommt. Ja. Aber Pantano fängt ab. Ball kam nicht gut, Pantano, läuft. Pantano. Jetzt der Ball auf Fehlpass. Zu ungenau. Fehlpass. Da läufst du gefühlt 60 Meter und dann leider für nichts. Ja. Sorry, Moneta. Sorry, Matteo, sagt der Kapitän. Er weiß, dass er das besser hätte machen müssen und er weiß auch, dass er es besser kann. Gut abgefangen. Gut marschiert und Moneta in Position. Da konnte mehr raus werden. Da hätte Arminia zumindest eine gute Chance kreieren müssen. Jetzt Coltrera.
Ecke. Ja. Erste Ecke in diesem Spiel. Erste Ecke für Arminia Ludwigshafen, der 32. Minute. Also Arminia bleibt offensiv, also nicht, zieht sich nicht komplett zurück. Das wäre wahrscheinlich auch der komplett falsche Weg. Genau. Angriff ist die beste Verteidigung, haben wir mal gelernt. Und da ist irgendwie in der alten Schule was richtig Gutes vermittelt worden. Ja, oder? Ich stelle mir jetzt gerade vor, wir machen das 2-0. Aber Ricardo Antonacci beim Eckstoß von rechts. Ricardo Antonacci bringt den Ball. Erstmal rausgeköpft, dann Cutrera. Cutrera schießt. Ja, kann man mal machen. Aber schöner Abschluss. Ja, war auf jeden Fall eine Option. Schöner Abschluss in der 33. Minute. Knapp vorbei. Vermutlich hätte der Wormser Schlussmann Luca Petretti den auch gefischt. Aber ja, er war ja auch im Eck unten und er war unten. Also. Aber guter Abschluss. Ein bisschen Mut kann nicht schaden. Und Cutrera hat sich Selbstvertrauen erarbeitet mit einer guten Leistung vor Wochenfrist. Ja, Horst, ich glaube, diese langen Bälle werden auch nicht das Rezept für die Wormatia sein. Also da müssen sie. Gehe fest davon aus, dass ein Fauxpas wie im Pokal gegen Gonsheim dem Kevin Urban nicht ein zweites Mal passieren wird. Deshalb Obacht ist auch. Ja. Kasper. Aber da ist auch Gebernick. Arminia versucht die Flügel einzusetzen. Ja, aber aktuell beide Mannschaften mit relativ viel Ballverlusten. Jetzt wieder ein Foul. Bisschen viele kleine Dinge, die immer wieder den Wormatzen den Ball bringen. Da müssen die Arminen sich ein bisschen besser organisieren. Aber gut, Antonacci ist da. Klärt mit Kopf, per Kopf. Jetzt gut gespielt von Kasper. Er hat so mal Platz da. Gut gespielt von Kasper. Genau, ja. Richtig gemacht. Ja. Genau gerät richtig in gemacht. Gerät in Rücklage, deshalb hoch drüber. Aber wenn er nicht wegrutscht, der Rasen ist nass. Deswegen Die Rutschpartie von Kasper. Aber schön in den Rücken der Abwehr gespielt und der stand blank. Ja. Also. Und Daniel Kasper, ein echter Neuner, mit der Neun. 17 Tore bei 16 Einsätzen zeigen, welche Qualität er nicht richtig getroffen besitzt. Jetzt der Versuch von Yannick Marx. Fruchtet nicht. Ja, Carsten, nach 36 Minuten, trotz dem kann man festhalten, überraschende Führung für den FC Arminia. Unverdient durch dieses Kopfballtor von Nico Fantano. 26. Minute nach einer wunderbaren Flanke und einem schönen Dribbling von Steffen Straub. Also sollte die Arminia das mit in die Pause nehmen können, dann erwarte ich schon eine wütende Wormatia, die dann auch ein bisschen mehr aufs Gas geht in der zweiten Halbzeit. Ja, schöne Kombination jetzt wieder zwischen Straub und Fantano. Am Ende ohne Wirkung, aber man sieht, auch Arminia hat gute Fußballer. Straub. Ja. Da war keiner. Ja, das war optimistisch, der Monitor in die Gasse schicken zu wollen. Bei aller Qualität, so schnell ist Matteo Netter nicht mehr, aber immer für ein Tor gut, immer für eine Idee gut. Jetzt Wormatia im Aufbauspiel. Interessant, wie Arminia sich an der Mittellinie aufstellt, organisiert und dann auch sehr entschlossen attackiert. Ja, die Wormatia findet jetzt nicht so wirklich die Anspielstation vorne. Jetzt Fässer versucht auf Kasper, der legt zwar ab, aber findet niemand bei dem aus. Das heißt, gut für die Arminen, Einwurf.
Und ja, es bringt auch so ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Ne? Rick Gimles. Maurer, Ludwig, Fässer. Dann Niklas. Ja, müssen immer wieder den Ball zurückspielen. Ja, kein Raumgewinn. Ja, Arminia steht aktuell auch ganz gut, finde ich. Und wenn es dann irgendwann wieder der lange Ball wird. Und da ist Lukas Hartlieb, Mr. Zuverlässig, faul. Und Pantano, schnell ausgeführt von Hartlieb. Und jetzt geht die Reise ab mit Antonacci. Oh. Also von hier oben sah das. Ich habe mit Gelb gerechnet. Ja. Also das wundert mich jetzt wirklich, dass er da nichts zeigt. Warum kriegt jetzt Contrera Gelb? Ich dachte, sei ja Antonacci, der da reingegrätscht ist, war auch Antonacci. Keine Ahnung, ob Contrera jetzt mal was erzählt hat. Auf jeden Fall. Arminia führt mit 1-0 im Spiel und mit 3-0 nach gelben Karten. Ja, Bomazia hat nur diesen einen wirklich gefährlichen Abschluss, diesen einen wirklich gefährlichen Abschluss durch Kasper gehabt. Wieder ins Aus. Ja, da hat er Niklas. Aber glaube ich auch zu lange versucht, den Ball zu halten. Hätte er anders lösen können müssen. Ja, ein bisschen hektisch. Ein bisschen Kopfsache jetzt. Pantano. Ja gut, da kommt es natürlich auch nicht durch. Auch ein Nico Pantano nicht. Ja, Hartlieb. Na Mann, harter Mann. Ja, Carsten, wenn man Spieler wie Lukas Hartlieb hat, speziell dann auch, wenn ein Herrschenhorn ausfällt, dann ist das sicherlich ein großer Gewinn für einen Verein wie den FC Arminia. Ja, vor allen Dingen jetzt auch noch 2 Jahre länger, denn ja, er hat jetzt ja gerade seinen Vertrag verlängert. Moneta findet ja, und Pantano. Also Rückzug stimmt bei der Bomazia, die sind wieder direkt mit 6 Mann hinten. Straub, zack, 2 Mann ausgespielt. Gute Eingabe. Warum seine Deckung steht. Und der kommt nicht zum Zug in dem Moment. Ja, jetzt die Wormser. Über Umut Sentürk. Oh, Schuss von dicke Chance. Fässer geblockt. Gut geblockt. Wenn er durchkommt, ist es brandgefährlich. Ich glaube, dann ist es das 1-1. Also. Wir schätzen mal unseren Kevin Urban nicht, aber, ja, aber das war eine Riesenchance. Keine Frage, gut gemacht, auch gut abgeschlossen. Gut abgeschlossen. Beste Chance der Bomazia. 42 Minute, Maxi Fässer. Ja, ich glaube. Jetzt ist ein bisschen Raum da, mit Löcheln als Ankurbler, Antreiber. Gut nach außen gespielt, Ball kommt. Kasper. Kopfball Kasper. Nicht richtig Druck hintergekriegt und dann natürlich kein Problem für Kevin Urban. Aber das hat gezeigt, dass es zeigt, wenn Bomazia so kommt, wie sie eben kommen und wenn sie dann ihren Torjäger Kasper finden, viele dieser Chancen wird er nicht brauchen. Jetzt war jetzt Moneta mit Hinterkopf. Moneta verliert das Duell gegen Simon Ludwig. Angriffswelle.
Ja, es ist oft der letzte Pass bei der Womazia, der nicht hinhaut. Es ist mehr geworden, es ist besser geworden, aber es ist noch nicht gut. Deshalb immer noch 1:0 für Arminia Ludwigshafen zum Vorrundenausklang in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Ja, und es sieht so aus, als wenn die Arminia diesen Vorsprung zumindest erstmal mit in die Halbzeit nehmen könnte. Ja, noch 3 Minuten plus X bis zur Halbzeit. Es wird ein bisschen Nachspielzeit geben. Ja. Durch die Verletzung Niklis, Behandlung auf dem Platz. Ich denke mal so 2 Minuten. Absolut korrekt. Ja. Wieder Rick Himmelers. Laurens Graf. Ja, der war aus. Ja, Laurens Graf sehr aktiv im Vorwärtsverteidigen. Tut den Womaz auch ein bisschen weh, weil Löschl nicht so ins Spiel kommt, außer bei Standards und diesem einen Flankenlauf jetzt wieder Hartlieb. Das sah so ein bisschen nach Judo aus. Freistoß. Steffen Straub geht zum Ball. Hartlieb geht mit nach vorne. Keberne geht mit nach vorne. Ja, also die Jungs mit Garnemar sind dabei. Von jetzt der Womazia bleibt auch nur einer vorne. Straub bringt, serviert. Geht nicht. Da geht Himmelers kein Risiko ein. Einfach weg das Ding. So werden Feuer gelöscht, Carsten. Ja, obwohl im Moment brennt es noch nicht wirklich hier. Also ich hoffe wirklich, dass wir noch eine etwas interessantere zweite Halbzeit sehen. Vor allen Dingen auch mit Toren. Obwohl wir natürlich aus Arminia-Sicht auch dieses 1-0 nach 90 Minuten nehmen würden. Gar keine Frage. Ja, beginnende Halbzeit entgegen. Pantano versucht, diesen Ball zu erlaufen. Balldieb zu spielen, aber Ludwig lässt sich da nicht überraschen. Womazia kommt. Jetzt Kasper. Hartlieb. So, 45 Minuten sind rum, wir sind in der Nachspielzeit. Jetzt Pantano. Graf versucht es mit energischem Anlaufen. Luca Petretti bringt das nicht weiter aus der Ruhe. Jetzt aber die Womazia nochmal geklärt. Straub. Aber da ist Kebernick, Lukas Kebernick. Seit Wochen in aufsteigender Form in Kaiserslautern. Feste Größe bei diesem wichtigen Auswärtssieg. Heute sehr abgeklärt im Zusammenwirken mit Hartlieb in Verteidigung. Nachspielzeit, erste Halbzeit läuft. Arminia Ludwigshafen 1:0 in Führung durch den Treffer von Nico Pantano. Per Kopf erzielt nach Flanke von Straub in der 26. Minute. Womazia tut sich schwer, Lösungen zu finden, um diese Reißverschlusstaktik der Arminen zu durchkreuzen. Fässer? Urban. Ja. Sicher. Schiedsrichter hat kurz auf die Uhr geschaut. Dürfte auch nicht mehr allzu lange gehen, glaube ich. Antonacci im Vorwärtsgang abgebremst. Findet Pantano. Graf, dann Hartlieb. Himmelers, Graf. Hartlieb. Himmelers.
Ja, der Ball jetzt noch im Spiel. Straub. Straub im 16er. Straub im 16er. Ja. Das war auch die letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Die Arminia führt in diesem Derby gegen Wormatia Worms mit 1:0. Wir machen auch kurze Pause und sind dann rechtzeitig zum Anpfiff der zweiten Halbzeit wieder da. Bis gleich.
So, das Spiel läuft. Wir sind auch wieder zurück. Horst sind gespannt auf die zweite Halbzeit. Erwarten jetzt eigentlich ja, so einen kleinen Sturmlauf von der Wormatia, oder? Ja, Wormatia hat ein entsprechendes Signal gegeben im Spiel jetzt mit der Nummer 22, Alexander Schiada, ein Mann für die Offensive. Aber zunächst Ecke für Arminia von links. Linke Gefahr verheißt Steffen Straub. Ja, das war knapp. Wenn Lindner da in diese letzte Eingabe reinkommt, hätte es 2-0 gestanden. Und nochmal eine Kopfballchance von Lauwens Graf. Da ist aber auch der Keeper so ein bisschen am Ball vorbeigeflogen, oder? Ja. Nächste Ecke. Die nächste Ecke. Antonacci. Oh! Antonacci, Ecke. War es Kultrera? Ich glaube, es war Kultrera, oder? 47. Minute. Nee. 47. Minute, das 2-0. Dritte Ecke, Antonacci. Müsste Graf sein, ne? Ich weiß nicht, ja doch, stimmt, könnte Graf sein, ja. Ja, ist Graf. Ja, 2-0. Laurenz Graf, Torschütze für die Arminia. So, jetzt bin ich gespannt, wie die Wormatia reagiert. Foul von Kiewanik. In der 47. Spielminute Tuck. Ja. Ja, und dieser Versuch der Wormatia, das Spiel an zu einem Angriff anzulegen, geht. Wie so oft ins Aus. Ja. Ich glaube, ist ein kleiner Schock für unsere Gäste, oder? Ja, dieses klar, die wechseln offensiv, versuchen logischerweise damit im Spiel eine Wendung zu geben. Dann gibt es diesen Eckball von... Aktueller Spielstand 2-0 für uns Arminia. Dann gibt es den Eckball von links, dann den Eckball von rechts, den bringt Antonacci. Und ja, Laurenz Graf schießt in den 16er rein und ja, drückt ihn über die Linie. Stark gemacht. Vom Vorbereiter, vom Vollstrecker. Passt zum Spiel. Laurenz Graf macht ein gutes Spiel. Das Kollektiv der Arminia funktioniert und Wormatia tut sich schwer oder tat sich auch in der ersten Halbzeit schwer, hier Chancen zu kreieren. Doch ein Chancenplus von 5-2 für den FC Arminia, für den Außenseiter. Ja. Jetzt musst du ja fast schon aus Wormatia Sicht anfangen, all in zu gehen. Naja, hat ja mit Magwart und Schiada zwei frische Kräfte gebracht. Peter Tretter, jetzt Kasper. Der Ball kommt zu Löchelt. Löchelt. Aber wo auch immer Gefahr lodert, irgendwie. Ist Kiewanik da oder Hartlieb oder beide? Verteidigen gut. Respekt, Carsten, oder? Ja, wie gesagt, also so viel habe ich von Worms noch nicht gesehen.
Es ist eine verdiente Führung zum jetzigen Zeitpunkt, weil Arminia einfach einige gute Möglichkeiten hatte. Dieses Fast-Eigentor bei der Slapstick-Geschichte erster Halbzeit, dann kurz vor der Pause nach dieser wunderbaren Eingabe von Straub, als der stark spielende Lindner knapp an den Ball vorbeirutscht. Ja, Wormatia muss sich etwas einfallen lassen. Gut doch gepfiffen. Hat er lange gewartet? Ja, ich fand das jetzt ehrlich gesagt sehr kleinlich, weil ein bisschen Körperkontakt darf man ja schon im Fußball haben. Und ja, aber gut. Wir können darüber reden, der in Gelb und Schwarz entscheidet. Schiedsrichter Jan Hagen Engel in einer insgesamt sehr fairen Partie, an der auch die drei gelben Karten der Arminia nichts ändern. Ja, jetzt Rückpass. Ja, aber jetzt faul an Lorenz Graf. Graf. Ja. Glutera will den Ball. Langball. Antonacci kann den spielen. Faul. Faul. Okay. Der Griff an die Schulter von Philipson. Alles andere als regelkonform. Nichts Böses. Nichts Schlimmes. Das gut und jetzt Pantano. Aber wieder gegen zwei dann da. Aber behält den Ball. Ja. Antonacci. Macht auch ein gutes Spiel, Ricardo Antonacci, muss man sagen. Ja, auch ein Mann mit viel Regionalliga-Erfahrung. Jetzt Löchelt. Verfolgt von Antonacci. Löchelt. Foul. Vorteil. Löchelt. Ja, dann pfeift es auch ja, ab. Ja, klar. Taktisches Foul. Gelbe Karte Antonacci. So, das, was ihr jetzt nicht seht, Höhe Mittelkreis liegt ein Spieler der Arminia. Ich denke, die gelbe Karte natürlich glasklar. Ich glaube, da liegt Lukas Kebonik. Wird behandelt von unserem Physio Ricci. Oh. Jetzt gelbe Karte für Andreas Brill. Andreas Brill ist ein sachlicher Mensch. Er hatte Gesprächsbedarf und hat wohl diese undurchsichtige Aktion gegen Kibernik reklamiert. Zumindest steht er schon mal wieder. Daraus entwickelt hat sich dieser Schnellangriff der Wormatia. Antonacci konnte Löchelt nur noch regelwidrig stoppen, deshalb jetzt 55. Minute Freistoß. Freistoß. Ja, Kassel, eine Möglichkeit für Wormatia, den Anschluss zu schaffen. Ja, dann hätten wir, glaube ich, nochmal ein ganz neues Spiel. So, alle Arminien jetzt im eigenen Strafraum. Lukas Kebernick steht an der Seitenlinie und will wieder rein.
Ja, bei dir, ja, da kann er jetzt leider nicht helfen. Muss sich der Arminia löschelt. Ist bereit. Löschelt. Serviert. In der 56. Minute. So, und da der haben Anschlusstreffer. Wir das. Direkt verwandelter Freistoß von Kapitän Löschelt, Sandro Löschelt. Da werden Erinnerungen wach, Carsten, an das Pokal-Halbfinale vor einem Jahr. Da hat er auch so einen Kunstschuss abgesetzt. Sandro Löschelt. Ja, ob ich das richtig gesehen habe, hatten wir das leider nicht im Bild. Tut mir leid. Zu allem Übel verletzt sich bei dieser Rettungsaktion dann auch Kevin Urban. Braucht Behandlung. Ja, das Tor. In der 56. Spielminute verkehrt es unsere Gäste auf 2:1. Der Schütze wieder Nummer 17, Sandro. Kunstschuss, Sonntagsschuss. Ja, Horst, die Tribüne wird laut. Daran merkt man, es sind viele Fans von Romate Worms hier. Und jetzt? Rote Karte. Das ist wohl Torwarttrainer Haug. Alter. Entschuldigung, dass ich das mal so sage, aber zum wiederholten Male. Rote Karte für den Torwarttrainer. Der aber immer noch nicht den Innenraum verlassen will. Besorgt auf der Verletzung von Kevin Urban. Aber ich glaube, jetzt kommt der Linienrichter und sagt es ihm nochmal. Und tschüss. Eieieiei. Kevin Urban steht wieder, Kevin Urban kann weiterspielen. Gute Nachricht für Arminia. Irgendwie fehlen mir da ja die Worte, ne? So. 2:1. Wormatia darf wieder hoffen. Jetzt gibt es Gelb für Sportkamerad Kasper. Kampfleisen präsentiert in Zuschauerzahl des heutigen Einspiels. Der Zahn bedankt sich bei 438 Zuschauern. 438 Zuschauer beim Derby zwischen dem FC Arminia und Wormatia Worms. Carsten, ich glaube, das ist Saisonrekord. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er die gezählt hat. Ob da vielleicht auch die Leute mit dazu zählen, die am Stadion vorbeilaufen. Böse. Ist aber so. Draußen, aber Lukas Hartlieb wollte ja jetzt keinerlei Risiko eingehen. Aus Schaden wird man klug, Carsten, ne? Ja. Der Fanblock ist reanimiert. Oh ja, ich glaube auch unsere Gäste sind reanimiert. Ich glaube, das werden noch lange 31 Minuten für die Arminia. Ja, wieder Freistoß, wieder Löschelt, zwar aus einer anderen Zone, aber alles, was von ihm kommt, ist gefährlich. Ja. Der Abschluss geht daneben von Alexander Sciada. Wenn er besser trifft, dann ist Gefahr in Verzug. Eine Stunde gespielt. Zwei zu eins für Arminia.
gegen den Aufstiegsaspiranten. Für Wormatia, die ja wohl mit dem FK Pirmasens um den zweiten Platz hinter Eintracht Trier konkurrieren. Aber Arminia seit 7 Spielen ungeschlagen, macht ein gutes Spiel, muss jetzt aber nur aufpassen, dass sie besser, dass sie zurückkommen nach diesem Anschlusstreffer, der so ein bisschen aus dem Nichts fiel, allerdings mit dem tollen Freistoß von Löchelt. Ja, Pantano versucht anzulaufen. Ja, gefährlich, was sie da hinten treiben, würde ich sagen, aber nochmal gut gegangen aus Wormatia Sicht. Aber das zeigt ihnen, dieser Eifer von Pantano, der ist einfach Fußballer durch und durch. Nee, das war jetzt nicht so schlimm, wie Lukas Kebernick das macht, sorry. Ja, also, nee. Ja, aber. Also, so schlimm war es nicht. Julian Marquardt zur Pause eingewechselt. Er sieht jetzt auch gelb. Ja, man kann sagen, Lukas Kebernick wollte diese gelbe Karte ziehen für seinen Kameraden auf der Gegenseite. Ist gelungen. Antonucci, Coltrera. Coltrera, Lawrence Graf, gut gebracht. Vorteil laufen lassen, Straub. Ja, da wird er wohl noch. Normalerweise ist der muss doch gelb geben, auch jetzt noch gelb geben, das sagt doch das Regelwerk. Ja gut, aber Spiel ist nicht unterbrochen. Ne? Ja, richtig. Aber gut, Wormatia kommt. So, und jetzt geht es zwischen den beiden Bänken hin und her. Jetzt ist unser sportlicher Leiter, Thomas Lang, ganz weit vorne. Pantano. Ich glaube, die Aufregung geht darum, dass Coltrera da nicht behandelt werden kann. Oder wer ist es? Nee, Lorenz Graf, ne? So, ich glaube, so langsam wird von der Stimmung ein Derby. Ja, die Stimmung ist angeheizt jetzt. Ja, jetzt kriegt die gelbe Karte ist. Ja. Ja, die ist auch berechtigt. Das hat der Schiedsrichter regelkonform gelöst mit Yannick Marx jetzt. Aber Lorenz Graf steht auch wieder, ne? Also ganz so dramatisch war es dann doch nicht. Da muss man dann nochmal, Horst, die Vereinsbrille ein bisschen abziehen, oder? Weil ja, die gelbe Karte ist berechtigt. Ja, aber da er hat vorher laufen lassen, das war in Ordnung. Aber der Aufstand da unten, also. Ja, sind nicht alle so ruhig, sachlich hier. Ja, ich weiß gar nicht, welches Auswärtsspiel war es, Horst, wo wir an der. Ich glaube, hinterm Tor und auf der Auswechselbank 2 rote Karten kassiert haben. In Gunsenheim. Ja. 7-0 verloren und. Also das war schon Slapstick. Ja. Und irgendwann wirst du auch mal bei den Schiedsrichtern bekannt für solche Aktionen. Jetzt ist die große Möglichkeit, über die Seite zu kommen. Lukas Hartlieb irgendwie den Fuß dazwischen. Schön gelöst. Ja, nickt es in Fässer. Ja. Beziehungsweise Marquardt und Fässer. Aber jetzt Straub. Steffen Straub. Löchelt. Grätsche. Fair. Sauber. Gewinn bringt. Im Fanblock. Der Fanblock wittert Morgenluft. Pantano versucht es, findet aber, so kann er keinen Abnehmer finden.
Kibernick. Gut, ja, kann den Ball nicht behaupten. Foul. Mit Verzögerung gepfiffen, auf Zuruf gepfiffen, aber es war faul. An Laurens Graf, der hier jetzt einiges einsammelt. Macht ein gutes Spiel. Carsten 2:1. 66 Minuten gespielt. Ja. Aber ich würde mich fast festlegen, es fällt noch ein Tor. Ich kann nur nicht sagen, für wen. Ich glaube, beim 2:1 bleibt es nicht. Und wieder Laurens Graf. Aggressiv. Gutes Pressing von Laurens Graf. Ja. Freistoß für Matze, korrekt. Löchel hat die Spielführerbinde verloren. Kleidung muss wieder in Ordnung gebracht werden. Antonacci. Auf der Tribüne werden ja auch gerade neue Freundschaften geschlossen. Ja, aber ganz ehrlich, Hus, ich habe da jetzt auch kein großes vorgesehen. Ja, das ist eine sowohl als auch Entscheidung, glaube ich. Das, ich hätte es jetzt gepfiffen. Da sind wir auch. Ja, aber gut, Formatia. Aber wir bleiben da natürlich auch extrem lange liegen. Also irgendwann rächt sich sowas. Jetzt. So, jetzt ist die Chance da. Ja. Stark dazwischen von Kevin Urban. Und jetzt den Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Jetzt stehen sich drei Vomaten gegenseitig im Weg. Ja, das war die Chance für Maxi Fässer. Urban pariert. Ja. Warum ist er nah dran in dieser Situation am Ausgleich? Nach diesem schnellen Angriff über die rechte Seite. Guter Abschluss von Fässer und dann gute Parade von Urban. Glück für Hermine, dass Kasper nicht am rechten Fleck stand, normalerweise auch mal so ein Abstaubertor zu machen. Die Qualität hat er, die Qualität hat seine Mannschaft. Ja. Ja, 438 Zuschauer offiziell gemeldet hier, sehen eine 2:1 Führung des Außenseiters des FC Arminia. 1:0 die Führung, 26. Minute Pantano nach Flanke von Straub, 2:0 Laurens Graf nach Ecke von Riccardo Antonacci und dann 56. der Anschlusstreffer, direkt verwandelter Freistoß von Wormatz, der Kapitän Sandro Löchelt. Jetzt, vorne oben. Ja, keine Ecke, abseits. 70. Minute läuft. Im Moment deuten sich mal keine weiteren Wechsel an. Bei beiden Mannschaften nicht. Jetzt die nächste gelbe, jetzt für Laurens Graf. Also da sind wir, glaube ich, immer noch vorne, Horst, oder? Mit ja. Gelben Karten. Ja. Und nicht zu vergessen die rote für Michael Hawk. Torwarttrainer der Arminia. Also wir waren, glaube ich, in der Fairness-Tabelle letzte oder vorletzte. Also da können wir also keine Plätze gut machen. Ich glaube, da gibt es jedes Jahr Geld von Lotto, oder?
wenn man gewinnt, dann, ja. Wir müssen dann eher bringen. Ja. Wenn man die Gelbe von Andreas Brill mitzählt, haben wir 6 Gelbe im Vergleich zu... Ja, ich glaube, Montag, wenn in Edenkoben die Geschäftsstelle aufgeschlossen wird, da reibt man sich schon wieder die Hände. Es gibt wieder Geld von der Arminia. So, Matze hat jetzt 3 gelbe Karten. Arminia bereitet seinen ersten Wechsel vor. Robert Langer steht bereit. Ja, Nico Fontana beim Versuch zu klären. Also das macht er clever. Also ein Arminia-Spieler. Oh, Blattschuss. Jetzt muss Kevin Uban den eigentlich ausspielen. Ne, der Schiedsrichter hat selbst gesehen. Das ist wohl Steffen Straub, der... Ja, ein Steffen Straub bleibt eigentlich nicht einfach so liegen. Nach Behandlung ruft. Der 28er Käpernick draußen gestanden. Warum hat der Käpernick draußen gestanden vorhin? Behandelt wurde. Ja, vermutlich muss gewechselt werden. Es sollte gewechselt werden und es muss gewechselt werden, Carsten. Ja, müssen wir mal gucken. So schaut's aus. Was da hinten jetzt passiert. Also jetzt wird langsam auch die Schiedsrichter ungeduldig. Ich glaube auch nicht, dass dieser Wechsel mit Steffen Straub hätte stattfinden sollen. Nee, jetzt kommt auch nur Meier, der dann eher positionsgetreu wäre. Ne? Zumindest ist er kein Flügelspieler, aber Kutrea kann ja den Flügel spielen und Noah dann die Spitze besetzen. Jetzt müssen wir mal gucken, Steffen Straub geht auf der anderen Seite raus. Das sieht nicht so aus, als könnte er weitermachen. Also der Andi Brill muss sich jetzt eine andere Variante überlegen und das scheint mit Noah Meier zu sein. Und Robert Langer bleibt in der Warteschleife. Jetzt Kevin Uban mit dem breiten Abschlag. Also ich habe fast den Eindruck, dass Steffen Straub wiederkommt. Ja. Mhm. Steffen Straub steht wieder und er bewegt sich. Ja, aber wir sollten es dann jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Also sonst sind wir wie bei der WM im letzten Jahr bei 15 Minuten Nachspielzeit. Jetzt. Das war ein feiner Abschluss von Yannick Marx. Gute Chance. So, jetzt gucken wir mal. Stehen zwei zur Auswechslung bereit, aber wer geht runter? Ja, Noah Meier und Robert Langer sind bereit. Vermutlich wird die Ecke noch ausgeführt. Ich glaube, da kommt Rick Himmelers, oder? Sehe ich das richtig? Bei der Arminia, zumindest als Erste. Ja. Und anscheinend doch Steffen Straub. Ja, Steffen Straub geht auch runter. Gut, beide haben gut gespielt. Straub ein Tor vorbereitet. Ja. Schön durchgesetzt, ja. Wieder Marx. Abgefälscht, gibt mir gefährlich, aber wo man aufgepasst, verhindert auch die Ecke damit. Jetzt müsst ihr einen langen Ball spielen. Spielt einen langen Ball. Leider jetzt aus. Ja. Aus Sicht der Arminia.
Es ist sehr windig heute, Horst. Weil Noah Weiner kann mit solchen Bällen normalerweise was anfangen. Hat er auch in letzter Woche in Kaiserslautern gezeigt, als er das 2:0 erzielte mit dem Top-Konter. Spieler wieder Nummer 14, Noah Meyer und wieder Nummer 26, Robert Lahn. Wieder der Versuch jetzt, Kulturer kommt nicht ran. Kebernick. Na, ich glaube, er hat das vorher schon gepfiffen, ne? Ja. Die Arminia bereiten jetzt so einen weiteren Wechsel vor mit so einem, mit Markus Schmidt, so einem Offensiv-Allrounder. Ja. Jetzt Urban. Also normalerweise geht dann entweder Matteo Munetta oder Giuliano Cultrera, wenn Markus Schmidt kommen sollte und wird. Die Wurmzer. Dann kommt nicht. Worms versucht es wieder. Jetzt mit Kasper. Ausgebremst. Gibt sogar einen Wurf für die Arminia. Können wir natürlich von unserer Position aus hier überhaupt nicht beurteilen. Noah Meyer. Das war jetzt keine gute Idee, denn das war ein Ball ins Niemandsland. Jetzt dadurch wieder Vomazia im Ballbesitz. Aber das mit Lindner wirklich ein wirkungsvolles Ordnungselement in den Deckungsverbund mit eingezogen, entlastet. Ja, der Wechsel ist vorbereitet, 78. Minute, Arminia wechselt. Markus Schmidt ist bereit. Ich glaube, Munetta geht, oder? Ja. Gehen im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir haben ja Zeit, Horst. Traber des Jahres. Munetta, Fleißpreis. 79. Minute. 79. Spielminute wechselt unser Arminia erneut aus. Wir bedanken uns bei dem Spieler Matteo Munetta und begrüßen neu im Spiel und wünschen ihm alles, alles Gute. Der Spieler wieder Nummer 19, Markus Schmidt. Guter Ball. Ja. Guter Ball. Maxi Fässer. Schnell. Drahtig im Duell mit Langer. Aber das war dann semi-optimal. Respekt. Gut verteidigt. In dem Fall von dem sehr fleißigen Laurenz Graf, der heute ein gutes Spiel gemacht hat. Defensiv. Laufstark. Und vorne einmal entschlossen. Machte das 2-0. 2 Minuten nach der Pause, nach dieser wunderbaren Ecke von Antonacci. Jetzt die Wormser. Ja, jetzt machen sie aber Druck. Ja, Bombs zeigt mehr und mehr, warum die Mannschaft ganz oben dabei ist. Für ganz oben kommt keiner in Frage außer Eintracht Trier. Jetzt wieder Einwurf über Marzia, Yannick Marx. Doppelpass. Kasper lächelt, aber. Hallo, Mamazia!
Pantano. Jetzt der Ball auf Noah Meyer. Schmidt. Geklärt. Da liegt schon wieder ein Arminia-Spieler. Ich glaube, Cotrera. Sieht aber noch im Krampf eher aus, oder? Ja. Jetzt gibt es nochmal Gelb. Auf jeden Fall für die Romatia. Cotrera steht wieder. Für. Ich glaube, Löchelt hat die gelbe Karte bekommen. Auf Romatia-Seite. Da ist er wieder, Löchelt. Findet keinen Abnehmer. Gassen, wir haben jetzt regulär 82 Minuten gespielt, aber sicherlich 5 bis 7 Minuten Nachspielzeit sind hier konform. Ja, auf jeden Fall. Romatia, wieder über den jetzt immer stärker werdenden Kapitän Löchelt, dann Schirada. Ja, das ist zu wenig. Schirada. Wobei ich fast glaube, wenn ich mir so die letzten 5 bis 10 Minuten angucke, konditionell hat die Romatia mehr im Köcher als die Arminia. Also ich glaube, das wird noch mit der Nachspielzeit ganz schön lang für die Arminia, das hier über die Zeit zu bringen. Meier. Das ist eigentlich auch ein Foul, oder? Stell mal vor, geahndet. Er hat mich gehört. In dem Fall von Fässer von Lange ausgebremst. Ein weiterer Wechsel bei Arminia. Defensivmann Daniel Fichtner kommt. Ich sehe noch keinen, der rausgeht. Cotrera verabschiedet sich. Ah, hinten auf anderer Seite. Okay. Auf kurzem Dienstweg. Viel gearbeitet. Aber durch die Umstellung, durch das Aussteigen Straub, Neuer, Meyers Einwechslung weiter nach hinten gerückt. Jetzt kommt der erste Verteidiger, Defensivmann, Fichtner. Meyer. Schmidt kommt nicht ran, aber jetzt die Wormser wieder im Mann. Die Nummer 3, Daniel Fichtner. Ja, niemand mehr vorne bei Arminia. Im Moment alle Mann in der eigenen Hälfte. Meyer an der Mittellinie. Pantano versucht nochmal anzulaufen. Pantano. Ja, jetzt aber Foul von Kebernick. Ja, geschoben. Auch wenn hier 2-3 Leute aus den Sitzen gehen, aber ich glaube, das war schon so. Romatia. Kebernick. Räumt er weg. Und das ist so eine wirklich ganz gefährliche Situation. Sandro Löchelt. Mit seinen Standards der größte Faktor im Offensivspiel der Romatia. Ja, Gefahr in Verzug, würde ich sagen, wenn wir uns an den Anschlusstreffer erinnern. Wohl für Direktors zu weit? Nein. Boah, sag ich doch.
86. Minute. Toller Freistoß von Sandro Löschelt. Und Urban hält. Wunderbar. Flugbereit der Fäuste. Da aber. Also schon wieder. Löschelt. Und holt einen Eckball raus. Antonacci klärt zur Ecke. Ja, Sandro Löschelt hat das Pokal-Halbfinale hier im Frühjahr für seine Farben gelenkt. Wieder Löschelt. Kopfballchance von Marzia. Aber drüber. Horst, wäre der Ausgleich so langsam verdient? Ja, und es ist tatsächlich so, dass das Chancenfeld jetzt ausgeglichen ist und diese Möglichkeit jetzt von Simon Ludwig, da fehlte nicht viel, um das ja gute, wieder ein guter Standard von Löschelt. Also die zweite Halbzeit gehört eindeutig der Womazia. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Löschelt mit Marx. Abseits. Abseits Markus Schmidt. Dreieinhalb Minuten noch offiziell plus X. Das heißt, wir spielen noch 10. Ja, also ich glaube, jetzt da muss er einiges drauf geben. Wieder Löschelt. Guter Ball, aber Antonacci hat aufgepasst. Schmidt. Pantano versucht es. Noah Meyer geblockt. Aber er greift an. Junge bleibt dran. Einwurf erarbeitet. Oh. Ja, da musst du aber nicht hinterher schlagen. Wenn der Schiedsrichter das eben richtig sieht. Also hat er das falsch entschieden, oder? Wenn der Schiedsrichter das sieht, dann sieht Noah Meyer jetzt rot für diesen Schlag. Auch wenn er, glaube ich, den Ball getroffen hat, den er in der Hand hatte. Ne? Aber Faust ist Faust. Aber wie gesagt, allein die Aktion. Ne? Also, ja, unnötig. Also zumindest mal dunkelgelb. Glück gehabt. Ja. Ja, es geht weiter mit Einwurf Ricardo Antonacci, Markus Schmidt. Das ist das Beste, was hier machen kann, jetzt früh zu attackieren. Ja, Pantano. Ja. Man kann auch laufend verteidigen. Feiner Techniker. Echter Kapitän. Jetzt Einwurf. Antonacci mit Schmidt. Foul. Hätte ich auch nicht gepfiffen. Johannes Löscher hat die Fahne oben. Der Wink geht klar in die Richtung Freistoß Arminia. Und da ist einer, der das kann. Antonacci. Kurz ausgeführt mit Schmidt. Sie wollen wohl einen Eckball. Kriegen sie aber nicht. Typischer Fall von Dengste. Ballbesitz Womazia. Langer versucht zu attackieren. Worms hat den Ball. Weiß aber auch nicht so recht wohin. Löschelt im Kapitänsduell. Marx. Ja, Horst, wenn wir mal ehrlich sind, so ein richtig überragendes Fußballspiel haben wir nicht gesehen, oder? Ein spannendes Spiel. Ja, das lebt von der Spannung, da gebe ich dir recht. Aber ansonsten. Es gab einige spezielle Angriffe, sehr starke Angriffe von Arminia. Dann zweite Halbzeit war es besser. Jetzt Noah Meyer hat den Ball erbeutet und vergibt die Riesenmöglichkeit. Gibt aber Ecke. Die Riesenmöglichkeit. Was zeigt ihr jetzt an? 8, 9? Ich kann es auf jeden Fall zwei Hände oben. Also von daher. 10 Minuten. 10!
wenn er alle Finger in. Welch? Meinst du, wenn er nicht in der Kreissäge arbeitet, dann gibt es 10 Minuten. Ja. Willkommen bei der WM in Katar. Aber man muss ehrlich sagen, also da hat ja relativ viel Weißhaut auf dem Rasen gelegen und auch länger gelegen. Ne? Ja, also diese, das ist jetzt, ja, das ist das, was man beim Handball schätzen lernt, die angehaltene Uhr. Manchmal wird die ja zu spät angehalten oder so, aber diese reale Spielzeit, die würde dem Fußball, glaube ich, auch gut tun. Ja, Gruß ins Clubhaus an der Alzer Straße in Worms. Schön, dass ihr dabei seid. Selbst wenn das Spiel jetzt nicht unbedingt so ist, wie ihr es wollt. Aber Wormatia hat ja noch 8 Minuten, 9 Minuten Zeit, hier das Spiel zumindest unentschieden zu gestalten. Jetzt löchelt der Kunstschütze. Guter Ball. Aber Antonacci ist da. Ball noch heiß, Ball noch heiß. Ball noch heiß, dann die Möglichkeit von Kader. Kebernick dazwischen. Und Kebernick, oder? Kebernick. Ja. Ja, Lukas Kebernick wächst mit seinen Aufgaben. Nach einigen unglücklichen Wochen jetzt voll dabei. Marco Schmidt. Antonacci. Ja, jetzt nur noch raus anscheinend. Also. Aber da ist keiner. Außer Niklas. Wormatia jetzt über die starke rechte Seite. Fichtner und draußen Robert Langer. Das Netz vorbei. Ja, Wormatia drängt. Pantano haut die Kugel erstmal ins Aus. Niklas und Schmidt und Schmidt. Noah Meyer fightet. Aber Worms, Wormatia jetzt mit Yannick Marx. Ja, Marquardt. Wormatia wirft so ziemlich alles nach vorne. Jetzt Orban. Unsicherheit in die Luft. Ball noch heiß, immer noch heiß. Nochmal abgefälscht. Nochmal geklärt von Kebernick. Geklärt hast du schön gesagt, Wurst. Geklärt hast du jetzt wirklich schön gesagt. Geklärt, gerettet. Geeckt. Ja, noch eine Ecke. Ja. Kassen das Ober mit den Fäusten. Ganz klar, Kassen, das 2:2 wäre jetzt verdient. Ja. Aufgrund des Spiels ab Minute 47 nach dem 2:0. Und im Klasse. Ober hat ihn. So, aktuell sind wir in der 94. Minute. Das heißt, wir haben noch 6. Schön. Schöner Abend, schöner Fußballabend. Spannung. Freitagskrimi im Südweststadion. Arminia führt 2:1. Kebernick. Also kämpfen tun sie. Ja, absolut. Die Weißen. Also reinwerfen tun sie alles, auch wenn, wie gesagt, jetzt die Wormatia ja schon überlegen ist, aber. Ja. Hauen alles rein, was es noch wenn geht. Wenn wir die Finger von Herrn Jan Hagen Engel richtig gezählt haben, sind noch 5 Minuten zu spielen in der Nachspielzeit. Niklas jetzt Langer findet Noah Meyer und startet durch. Jetzt muss der Ball kommen. Kommt nicht. Noah Meyer marschiert. Noah Meyer marschiert. Jetzt Noah Meyer marschiert. Noah Meyer marschiert. Noah Meyer marschiert. Er muss spielen. Er muss spielen. Jetzt kriegt Schmidt abseits. Ja. Noah Meyer muss diesen Ball spielen. Er hat es versucht, so hat er in Kaiserslautern das 2:0 gemacht und genau das wollte er hier auch wieder. Das war jetzt die falsche Entscheidung. Es war eine Riesenmöglichkeit.
mich die rote Karte von der Tribüne gefordert. Da muss ich wirklich lachen. Das war zwar nicht ganz hasenrein, aber ja. Bomazia versucht es mit dem langen Schlag. Aber der geht ins Aus. Irgendwann ist er fertig, Schiri. Ja, unser Kameramann Frankie möchte, dass das Spiel zu Ende ist, aber... Will Feierabend haben, Frankie. Ja, ich glaube, es gibt noch 5 Minuten, Frankie. Ja, 10 waren angezeigt. Das heißt... Gelbe Karte für Kevin Urban. Der Kartenspieler aus Monzenfeld, Jan Hagen Engel. Wenn noch 5 Minuten Zeit sind, hat er sie fast alle durch. Glückwunsch. Kevin Urban, Laurenz Graf, Noah Meyer, Markus Schmidt, jetzt Pantano. Pantano, Dribbling, Pantano. Pantano. Er holt den Einwurf. Er guckt aber jetzt auf die Uhr. 97. Minute. Jetzt Markus Schmidt. Pantano. Nochmal Schmidt. Ja. Schmidt. Nein, kein Ballbesitz für Arminia. Nee, ist auch richtig, glaube ich. Ich glaube, Meier macht das gut, er macht das zu. Er will zum Torwart werfen, damit aber Noah das lange läuft, Ding kommt. Noah aber läuft ihn an. Ja. Jetzt muss Langer muss raus. Petretti versucht es mit langem Schlag. Und der ist der Schlusspfiff. Der FC Arminia schlägt Bomazia Worms glücklich, aber nicht unverdient mit 2:1. Die Tore erzielten Nico Pantano in der 26. Minute nach Flanke von Straub und Laurenz Graf nach Ecke Antonacci, 47. Anschlusstor. Sandro Löschelt in der 56. Minute. Überraschend, Carsten, aber nicht ganz unverdient. Ja, ich würde mal sagen, spannend ja, schön nicht. Aber zumindest aus Arminia-Sicht schön gekämpft. Großer Kampf wurde belohnt mit 3 Punkten. Arminia Ludwigshafen seit 8 Spielen ungeschlagen und ja, auf gutem Kurs. Ja, verschafft sich jetzt auch etwas Luft zu den Abstiegsplätzen. Wie viel es am Ende auch immer sein werden, das kann im Moment noch keiner so genau sagen. In jedem Fall imponierend von 24 möglichen Punkten aus den letzten 8 Spielen 18 geholt zu haben. Glückwunsch für Andreas Brill und sein Team. Ja. Und für Bomazia geht es am Mittwoch im Verbandsburger weiter. Heimspiel 14 Uhr gegen Wald Algesheim. Für Bomazia eine große Chance ins Halbfinale einzuziehen. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns dann auch von hier. Bedanken uns fürs Zugucken, auch wenn es heute in diesem Technikraum nicht so ganz einfach war. Gerade was die Kamera betrifft und dass das eine Tor leider nicht zu sehen war, dafür nochmal sorry, aber wir haben versucht, wie die da unten, alles zu geben. Wir melden uns dann nächste Woche direkt wieder gegen Eintracht Trier, denn das Spiel übertragen wir auch am nächsten Sonntag um 13.30 Uhr, auch wenn es da unten jetzt noch richtig Rudelbildung gibt. Ja. Da bleiben wir mit der Kamera nochmal drauf, jetzt muss sogar die Security da eingreifen. Das sind jetzt unschöne Szenen zum Abschluss eines eigentlich fairen Derbys. Ich sehe da Kevin Urban relativ aufgebracht. Andy Brill, ja, unser Trainer, ist auch sehr, sehr aufgebracht da unten. Ja, immer am Boden. Da fragst du dich schon, welch ein Wahnsinn. Ja. Welch ein Wahnsinn. Scheint sich jetzt aber dann doch hoffentlich zu beruhigen. Ich kann jetzt leider nicht sehen, wer da unten liegt. Da stehen jetzt ein paar Leute davor. Scheint aber auf jeden Fall ein Wurmser zu sein, oder? Ja, so wird dieses Spiel einmal mehr ein Nachspiel haben.
Ja, ist auch schade. Also das war ja die ganze Zeit jetzt relativ fair. Wir können natürlich jetzt relativ wenig verstehen von dem, was da unten gesprochen wird, aber ob das jetzt sein muss, also jetzt sehe ich da unten auch schon wieder den mit der roten Karte belegten Michael Haupt, der auch schon wieder drauf los will. Ja, es liegt auf jeden Fall ein Wormser-Spieler am Boden. Was da passiert ist, lässt sich im Moment schwer sagen. Emotion ist gut. Ja, aber Horst, aber ganz ehrlich, das hat das mit Emotion nichts zu tun. Nee. Das hat mit Sport eigentlich auch nichts zu tun. Das Spiel war zu Ende. Das Spiel war abgepfiffen, das Spiel war entschieden. Und dann muss dieser Nonsens nicht sein. Und ja. Ja, und dann da liegt immer noch einer, Horst. Ja. Von hier aus war nichts zu erkunden, was da passiert ist. Das Schiedsrichter-Trio versucht hier nochmal Ordnung zu schaffen. Warum diese Rudelbildung zustande kam, wer was gemacht hat, war nicht zu erkennen. Ganz ehrlich, ich frage mich allerdings auch mittlerweile, wenn ich da gucke, was haben die ganzen, Entschuldigung, dass ich das so sage, Patienten da im Innenraum zu suchen? Da laufen Leute rum, die haben da gar nichts zu suchen. Ja. Du fragst dich dann schon, warum ist Security überhaupt ein Einsatz, wenn sie das zulassen, dass deine Patienten da unten Ballung machen? Ja, wofür haben wir denn dann Security? Da kann gefühlt jeder jetzt einfach so aufs Spielfeld laufen, beziehungsweise in den Innenraum, der möchte. Ja, so gesehen wird dieser sportlich erkämpfte Sieg eingetrübt. Keine Ahnung, was in dem Spielbericht des Schiedsrichters stehen wird. Es war ein faires Fußballspiel, es war ein Kampfspiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sehe ich da unten, unseren ehemaligen Physio Patrick Matosch? Ja. Bei Kevin Urban, der ja auch mal für die Worms aktiv war, allerdings jetzt eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, beim VfL Mannheim unterwegs ist. Wir lassen den Stream mal noch ein bisschen laufen für euch, bis sich das beruhigt hat. Thank you.
Ja, aber was dann wäre mit dem?